Wir gedenken der Menschen, die während der Pandemiezeit gestorben sind und sterben, einsam, ohne Begleitung, ohne Abschied. Wir sind hier in der Georgenkirche in Eisenach und grüßen Sie. Vor 336 Jahren wurde hier an diesem Taufstein Johann Sebastian Bach getauft. Innerhalb seiner 65-jährigen Lebenszeit hat er viel Leid und Tod erleben müssen. Elternlos war er bereits mit 9 Jahren. Seine erste Frau Maria Barbara starb, als er auf Reisen war. Viele seiner Kinder musste er zu Grabe tragen. Aufblickend auf das Leiden und Sterben Jesu schuf er die großen Passionsoratorien, so die Matthäus-Passion und die Johannes-Passion. So beten wir auch mit Johann Sebastian Bach, Paul Gerhardt und Generationen von trauernden und sterbenden Menschen: Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Diese Andacht halten wir im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Psalm 139 beten wir: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Amen. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Ja, das bekennen wir mit unserem Glauben. Gott umfängt uns im Leben und im Sterben. Aus seiner Hand fallen wir nicht. Und der Tod führt ihn durch zum Leben. Woher nehmen wir solche Kühnheit? Wir nehmen sie aus der Botschaft des Leidens und des Sterbens Jesu und der Verkündigung seiner Auferstehung. Wenn wir den Tod vor Augen sehen, erscheint er uns wohl wie ein tiefes, schwarzes Grab. Doch Jesus hat dieses Grab aufgebrochen. Das Osterlicht fällt auf das gesamte Leben Jesu. Martin Luther dichtet schon zum Weihnachtsfest: Das ewige Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Und Paul Gerhardt in seinem Osterlied: auf, mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Jesus ist gekommen und hat den Tod besiegt. Daran denken wir schon zu Weihnachten, daran denken wir an Karfreitag und vor allem zu Ostern. Im Schmerz und Trauer leuchtet dieses Licht. Das Osterlicht fällt auf unser Leben. Es fällt auch auf die Not des Sterbens und des Todes, auch in dieser Zeit. Auf Jesus, den Gekreuzigten und Auferstandenen blickend, schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel: Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus, unserem Herrn, ist.
Lasst uns beten und gemeinsam bitten, komm, tröste uns. In deinen Händen, Gott, sind wir alle, die Lebenden, die Sterbenden, die Toten. Das wollen wir spüren. Wir bitten dich, Gott, unbegreiflich und nahe, komm, tröste uns. Was schön war im Leben der Toten, du weißt es. Was schmerzhaft war, was nicht gelungen ist, auch das kennst du. In deine Hände legen wir das Schöne und das Bruchstückhafte. Wir bitten dich, Gott, der alles vollendet. Komm, tröste uns. Manche sind einsam gestorben. Nicht einmal ihre Lieben konnten bei ihnen sein in den letzten Stunden. Das tut weh, noch immer. Was nicht mehr getan, nicht mehr gesagt, nicht mehr gelebt werden konnte, es ist dir nicht verborgen. Wir bitten dich, Gott, voll Liebe und Erbarmen, komm, tröste uns. Viele sind zu Grabe getragen worden im engsten Kreis. Wir konnten nicht mitgehen, nicht Abschied nehmen. Das fehlt uns. Und hinter den täglichen Zahlen der Toten, die Lebens- und Sterbensgeschichten, die niemand erzählt, du kennst sie alle. Wir bitten dich, Gott des Friedens und der Versöhnung. Komm, tröste uns. Wir sehen Jesus auf seinem Leidensweg. Einsam und isoliert von den Seinen hat er den Tod erlitten. Aber du, Gott, hast ihn aus dem Abgrund des Todes aufgehoben, ins neue Leben, in die Gemeinschaft mit dir, auf ewig. Mit ihm beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so lasst uns gehen im Frieden des Herrn. Der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.